Was machen wir mit einem Holzspalter? Wir spalten Holz. Wir sprechen in diesem Video bei Meinungsheld heute über den Schepach HL1050, einen stehenden Holzspalter. Lohnt sich das Modell denn? Und wo könnt ihr dieses möglichst günstig herbekommen? Wenn ihr euch einen solchen Artikel zulegen möchtet, wir haben wie immer einen Preisvergleich für euch durchgeführt und das beste Angebot unter diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall reinschauen, das lohnt sich. Hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen Euro sparen. Zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten Informationen zusammenfassend für euch hineingepackt. Wir haben hier einen 10-Tonnen Spalter mit 400 Volt bis zu 1040 mm. Meterholz können wir hier verarbeiten bei einem maximalen Durchschnitt von 415 mm. Der 10-Tonnen Spalter ist nicht nur für Hartholz, sondern auch für Weichholz geeignet und die 10-Tonnen Spaltkraft reicht für den häuslichen Gebrauch in der Regel dicke aus. Teilweise kommt ein solches Modell auch im professionellen Bereich zum Einsatz, wenn man eben öfter mit Holz und der Holzspalterei zu tun hat. 2100 Watt hier der Motor, also auch ausreichend Power und die Verwindungssteife hier ist eben pulverbeschichtete Stahl. Die Konstruktion ist entsprechend stabil und kann sich wirklich in der Preisleistung sehen lassen. Wenn wir Holz spalten wollen, dann können wir hier nicht nur Hartholz, sondern eben auch Weichholz mit bis zu 1040 mm Länge wirklich sehr zuverlässig und mühelos spalten. Das zeigen nochmal verschiedene Kundenbewertungen und Testberichte, die wir recherchiert haben. Unterhalb des Videos findet ihr auch nochmal wichtige Infos dazu, sowie den Link zu dem besten Angebot, das wir zum Zeitpunkt unserer Recherchen gefunden haben. Beachtet nochmal, wie erwähnt, den maximalen Spaltgutdurchmesser von 415 mm. Das Ganze lässt sich ebenfalls sehr einfach transportieren, da wir hier eine Fahrvorrichtung haben und die Zwei-Hand-Bedienung sorgt dafür, dass wir auch das Thema Sicherheit nochmal berücksichtigen. Die Bodenplatte ist niedrig, die sorgt dafür, dass wir hier eine sehr einfache Stammaufnahme auch haben und der Stammheber ist ebenfalls mit dabei, sowie der Spaltgut-Fangbügel. Insgesamt können wir sagen, dass sich dieses Modell nicht nur einfach bedienen lässt, sondern auch wirklich ausgezeichnete Ergebnisse liefert. Die Preisleistung kann sich definitiv sehen lassen. Das zeigen auch nochmal die Kundenbewertungen aus dem Netz, die wirklich sehr positiv ausfallen für diesen Preis, der allerdings ja auch ein bisschen höher angesiedelt ist. Muss man sich auch ein bisschen was erwarten. Bei Schepach mit diesem Modell kann man hier entsprechend nicht viel falsch machen. Wir freuen uns auch nochmal über einen Daumen nach oben von euch. Gerne ein kostenloses Abo dalassen und bis zum nächsten Mal bei Meinungsheld.